Das hat er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht. Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe mal einen Blick in die Analytics geworfen und festgestellt, dass 70% von euch noch nicht abonniert haben. Holt das doch gerne nach, euch kostet es nichts, aber uns freut's. Vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir beginnen diese bei unseren Nachbarn in Österreich. Das gibt's doch nicht! Ja, man kann sich einfach mal mit Reisen mal reinstellen, ne? Er wird schon halten, ne? Ja, das hat gerade das Auto kurz reingehauen. Ja. So hat sie nicht gewartet. Das war ihr Job gewesen. Einfach mal etwas Geduld mitbringen, dann kann man sich solche Aktionen hier sparen. Absolut dämlich vom Dacia-Fahrer. Hey da! Unsere Einsenderin möchte hier gleich gerne rückwärts in ihre Einfahrt fahren. In der Folge war die Heckklappe etwas zerkratzt und einer der Einparksensoren eingedrückt. Dieser konnte für 25 Euro in einer Werkstatt repariert werden. Laut Einsender sind hier 100 km/h erlaubt. Der BMW-Fahrer pendelt die ganze Zeit zwischen 60 und 70. Das regt unseren Einsender so auf, dass er den Sicherheitsabstand hier massiv unterschreitet. Lasst euch zu so etwas nicht hinreißen, das ist gefährlich für euch und für alle anderen, sieht übrigens auch der BMW-Fahrer so. Kriminalpolizei, haben Sie mal Fieber gemessen? Warum denn? Weil Sie vielleicht mal ein bisschen Abstand halten müssen. Hier kann man auch normal 100 fahren. Hier kann man nicht 100 fahren, wenn... Natürlich. Wir können das gerne ausdiskutieren, aber dann machen wir das vor Gericht. Habe ich jetzt keine Zeit. Halten Sie Abstand, sonst gibt es was auf die Ohren. Wenn ordentlich zu schauen wieder mal zu viel verlangt ist. Und auch hier hätte man einfach nur mal richtig schauen müssen. Dann hätte man nämlich erkannt, dass alle Wege nach Köln führen. Und das hier wäre uns allen dann erspart geblieben. Ähnliches in diesem Clip. Hauptsache rüber, auch wenn er auf der bisherigen Spur ebenfalls sein Ziel erreicht hätte. So ein Sprinter, der hat schon echt einen riesigen Wendekreis. Kein Wunder, dass der hier Probleme hat, durch den Kreisverkehr zu kommen. Hey, sag mal. Kollege. Was ist denn los? Also wenn mich ein LKW auf der Autobahn anschieben würde, dann würde ich mir ja schon über meine Geschwindigkeit mal Gedanken machen. Entschuldigt aber natürlich in keinster Weise diesen Abstand. Alter. Digga, das war seine Mission, Alter. Achtet hier auf die Linksabbiegerspur, ein wahres Paradies für Rotlichtsünder.
freihändig und ohne Licht die Vorfahrt nehmen, der legt's doch drauf an, überfahren zu werden. Alter. Junge. Ja, ja, scheißegal. Ja, aber freihändig, da unglaublich. Ohne Licht vor allem auch noch, ne? Der Überholabstand unseres Einsenders war hier übrigens miserabel. Schauen wir uns das Ganze doch mal aus Fahrradfahrerperspektive an. Wir sind in einem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs. Das bedeutet Schrittgeschwindigkeit. An die hält unser Einsender sich auch, sehr zur Freude seines Hintermannes. Wie dämlich sein ganzes Verhalten hier ist, das versteht er trotz des missglückten Überholmanövers übrigens nicht. Na, ein Glück ist das kleine Kind da links nur eine Holzfigur. Der LKW-Fahrer dürfte bereits tief gelb gesehen haben, der Autofahrer definitiv rot. Wäre da doch mal die Polizei vor Ort gewesen. Wobei, hier ist sie's, jedoch interessiert sie die Aktion des VW-Fahrers rechts kein Stück. Über die Busspur nach vorne vordrängeln und dann auch noch bei Rot fahren, dreister geht es eigentlich kaum noch. An dieser Stelle danke Franke fürs Pixeln der heutigen Folge. Die Abstände auf der linken Spur sind mal wieder eine Vollkatastrophe, das Fahrverhalten des Fahrers des letzten PKW ebenso. Was man nicht alles dafür tut, ein Auto weiter vorne zu sein, hat sich hier definitiv richtig gelohnt. Es folgt zweispuriges Linksabbiegen. Mal sehen, ob das gut geht. Nein! Das hat er nicht gemacht. Das hier ist wieder so eine Szene. Da kann der Einsender richtig dankbar sein, dass er eine Dashcam im Auto hatte. Er schreibt nämlich dazu, dass der Unfallgegner direkt nach dem Unfall ihm vorgeworfen hat, über Rot gefahren zu sein. Daniel schreibt weiter. Auf den Hinweis, dass wir nicht von rechts gekommen seien, sondern mit ihm parallel abgebogen sind, war er überrascht, dass es an dieser Stelle zweispuriges Abbiegen gab. Bei der Polizei gab mein Unfallgegner dann an, dass er nicht die Spur gewechselt habe. Der Polizist kam zurück und sagte, dass es aktuell wegen der gegenteiligen Aussagen eine ungeklärte Schuldfrage sei. Dank Dashcam jedoch konnte das Ganze hier zweifelsfrei aufgeklärt werden. Der Unfallgegner musste noch vor Ort 35 Euro Ordnungswidrigkeitsstrafe wegen Verursachung eines Verkehrsunfalls zahlen. Die Reparatur von Daniels Wagen kostete 6.300 Euro. Besonders bitter, wenn man bedenkt, dass der Wagen gerade mal 9 Tage und nicht mal 1.000 Kilometer alt war. So, Papa, geht mal kurz zu dem LKW-Fahrer eben was erzählen, ja? Oh, einfach so. Masi sieht hier etwas, was die meisten von euch vermutlich nicht sehen. Ihr habt ein bisschen Zeit drauf zu kommen. Unser Einsender wird es bald aufklären. Papa! Ja! Ich habe ihm nur erzählt, dass hier hinten seine Lampe kaputt ist. Dass er Bescheid weiß. Hier auf der Seite ist sein Bremslicht kaputt. Aber hier nicht. Sehr gute Aktion von dir. Vielen Dank. Zu guter Letzt etwas, was ihr wohl auch nicht häufig seht. 3 Kühe mitten in der Stadt. So, das war's denn nun. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt wie immer all unseren Videospendern. Wir haben euch nochmals in der Videobeschreibung erwähnt. Bitte beachtet, dass wir aktuell Einsendepause haben. Lediglich besonders spannende und oder interessante Clips nehmen wir unter spannend@rlp-cam.com entgegen. Vielen Dank. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Egal wie euer Urteil ausfällt, wir würden uns in jedem Fall über eine kleine Bewertung freuen. Und dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fahrt gut und besser und ciao, ciao.